Kinder wuppen ja eine Menge weg. Trotzdem schrecklich, wenn sie in ein fremdes Land kommen, in die Schule gehen müssen und erstmal kein Wort verstehen. Deshalb gibt es für die Flüchtlingskinder inzwischen Willkommensklassen. Aber es ist natürlich trotzdem schwierig. Die einen Kinder haben in der Heimat vielleicht schon mal Englisch gelernt, auch vielleicht schreiben. Und die anderen haben noch nie eine Schule von innen gesehen. Wir wollten wissen, wie das geht und haben deshalb eine Willkommensklasse mal etwas länger beobachtet in Berlin-Charlottenburg. Rishika und Vansh kommen aus Afghanistan. Sie leben seit 1,5 Jahren in Berlin und besuchen die Mierendorf-Grundschule in Berlin-Charlottenburg. Hier werden sie in 2 verschiedenen Willkommensklassen unterrichtet. Guten Morgen, Vansh. Guten Morgen. Hallo, Vansh. Hallo, Vansh. Guten Morgen, Vansh. Wie ist das Wetter heute? Vansh? Es ist wolkig. Es ist windig. Sehr gut. Willst du die Uhr einstellen? Willkommensklasse heißt, die Kinder, die noch kein Deutsch sprechen und aus dem Ausland zu uns kommen, willkommen zu heißen. Gerade wenn sie aus schwierigen Verhältnissen kommen oder schon schlimme Dinge gesehen haben, haben sie ein Schuljahr Zeit, um sich hier einzugewöhnen, Freunde zu finden und Deutsch zu lernen, ohne Druck zu haben. Schaut euch mal das Bild an. Was seht ihr denn da? Okay, also wir sehen eine Küche, ein Badezimmer, ein Kinderzimmer. Was noch? Oh, ein Mädchen liegt im Bett und ist krank. Und ein Hauskrankauto. Hauskrankauto? Ein Rettungswagen ist das. Ein Krankenhaus. Und was denkt ihr denn? Ist es in dem Haus leise oder laut? Anna? Laut. Ja, es ist ein lautes Nein, Haus. Nein, leise. Nein, lauter. Warum ist das wohl laut? Woran erkennt ihr das? Während die Klasse der 6- bis 9-Jährigen in die Pause geht, ist die Willkommensklasse für ältere Schüler noch am Büffeln. Obwohl Rishika erst 1/2 Jahr zur Schule geht, beherrscht sie die fremde Sprache schon richtig gut. Schreib die Sätze in dein Heft. Genau. Also, du bist dabei, sehr gut. Wenn du Fragen hast, rufst du mich, ja? Audril, alles okay bei dir? Ja. Okay. Ich weiß nicht, was ich so da mache. Ihr seid jetzt schon fast seit 1 Jahr in dieser Klasse. Und ich möchte euch jetzt bitten, mir zu erzählen, wie ist es bei euch und wie ist es hier? Ich bin in Syrien geboren. Ich bin auch hier in Deutschland gekommen, weil in Syrien ist Krieg. Ich habe so viel meine Freunde vermisst in Syrien. Und hier, was mir gefällt hier, ist meine Klasse. Ich heiße Rishika, ich komme aus Afghanistan. Ich bin 12 Jahre alt. Mir gefällt Deutschland und also Afghanistan. Ich habe in Syrien geboren und ich habe hier gekommen, weil ich lernen will. Und ich habe nette Lehrer. Die meisten reden nicht darüber, was in Syrien oder in einem anderen Land, ein problematisches Land, sie erlebt haben. Ich höre gerne zu, aber das ist nicht ein beliebtes Thema, deswegen können wir das nicht so lange im Unterricht machen. Januar, Februar, März, April, wie alles los liegt, niemals steht. Januar, Februar, März, April, wie alles los liegt, niemals steht. Mai, Juni, Juli, August, Wetter los, all die Liebes los, September. Oktober, November, Dezember und dann fängt das Ganze schon wieder von vorne an. Was möchtest du singen? Den Kuchen.
Den Kuckuck. Ja, ja, ja. Auf einem Baum ein Kuckuck. Sim Saladim, Bamba, Saladu, Saladim. Auf einen Baum ein Kuckuck saß. Are you sleeping? Are you sleeping? Brother John, wszystkie dzwony biją, wszystkie dzwony biją. Din dan don, din dan don. Die Direktorin kommt. Hallo. Hallo, guten Tag. Wie hieß sie doch gleich? Melchert. Guten Tag. Und, alles okay? Schön. Jede Woche sind die besser, ne? Ja. Das ist klasse, ich große stolz, Klasse. Ja, ich bin auch stolz. Die Schülerschaft der Mierendorf-Schule ist sehr gemischt. Wir haben ungefähr 80% Schüler nicht deutscher Herkunft. Wir haben sehr viele Kinder aus Syrien, aus dem Libanon, aus Afghanistan. Es kommen aber auch Kinder aus Russland, aus der Ukraine, aus Polen, aus Bulgarien, aus Rumänien. Wir haben auch hier bei uns Kinder, die tief traumatisiert sind, also die über ganz schreckliche Erlebnisse in Syrien berichten. Wir haben Kinder, wenn man bei einem Unterrichtsgang ist und eine Fehlzündung auf der Straße ist, sich auf den Boden werfen, weil sie denken, es wird geschossen. Wir sollten uns als Solidargemeinschaft verstehen. Ich finde das ganz wichtig, dass Deutschland auch aus seiner historischen Distanz hinaus Flüchtlinge aufnimmt und dass sich die Menschen auch so verstehen, nämlich nicht nur als Deutsche oder als Polen oder als Russen oder als Syrer, sondern als Weltenbürger. Und so versuchen wir auch, unsere Kinder hier zu erziehen und ihnen das mitzugeben. Auch das erfahren die Kinder hier. Man kann vor der Tür spielen, einfach so, ohne Angst haben zu müssen. In ihren Heimatländern konnten sie schon jahrelang nicht mehr unbeschwert auf die Straße gehen. Nur an den Autoverkehr mussten sie sich hier gewöhnen. In der Regel sind die Kinder 7 Stunden am Tag in den Willkommensklassen. Nach einem Jahr werden sie dann auf die normalen Klassen verteilt. Uns Hindus mochten die Taliban nicht. Als wir aus dem Haus gingen, wurden wir mit Maulbeeren beworfen. Vor 2 Jahren ist der Mann meiner Schwester durch eine Bombe ums Leben gekommen und seine Tochter ist verschwunden. Da wir zusammengelebt haben, dachten wir uns, wenn es ihnen geschehen ist, kann es auch uns passieren. Mein Mann hat jemanden kennengelernt, der ihm zugesagt hat, uns irgendwo hinzubringen, wo es besser ist. Er habe schon viele Hindus dorthin gebracht. Er hat aber nicht erzählt, dass wir nach Deutschland kommen werden. Wir haben uns einfach entschieden zu gehen, egal wohin. Wir haben es bis hierher geschafft. Die Kinder gehen in die Schule. Sie kommen nach Hause und zeigen mir stolz, was sie gelernt haben. Ich fühle mich wohl hier. Ich möchte auch lernen. Die Kinder bringen mir langsam ein paar Wörter bei. Ich kann nicht gut lernen, kann nicht lesen, nicht schreiben. Aber mein Deutschkurs fängt in 2 Monaten an. Lampe. Wir sind jetzt im Dom zu Brandenburg.